Leute, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Detroit Become Human. Ja, wir mussten eine schwere Entscheidung wieder treffen. Auch das wird auch öfters mal passieren mit Connor, Chloe, die junge Dame aus dem Intro, ob wir die leben lassen sollen oder unserem Job zuliebe Dinge erfahren wollen. Ich habe mich für das Entschießen entschieden und habe eine Frage beantwortet bekommen. Gut, machen wir weiter. Mal gucken, wie die ganze Geschichte jetzt weitergeht. 9. November 2038. Wir sind, glaube ich, wieder mit Markus unterwegs. Das sieht nämlich nach Jericho aus. Das ist auch so. Okay, nächste. Die Zeit für dich alleine. Wir kommen die Detroit Android City. Naja, wie lange auch. Spielen wir ein bisschen mit dem Klavier, oder am Klavier. Lesen gerade mal die Töne. Da kann ich schlecht spielen. Ich kann es nämlich gar nicht. Könnt ihr Klavier spielen? Ich weiß es nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Also ich kann es wahrscheinlich nicht. Mich gefragt, wo du bist. Nord. Ich musste nachdenken. Mir gefällt es hier. Ich komme oft her. Hier ist man alleine mit der Welt. Wir haben Hunderte befreit und sie kommen immer noch aus allen Ecken der Stadt. Die, die von Freiheit träumen, kommen nach Jericho. Etwas verändert sich. Du wirkst nachdenklich. Ich muss ständig an die beiden Polizisten denken. Als ihr Leben in meiner Hand lag, behandelte ich sie genauso, wie die Menschen uns behandeln. Und dann tat ich genau das, was ich ihnen vorwerfe. Was wir gestern getan haben, ist in allen Medien. Die Menschen haben Angst. Sie befürchten einen Bürgerkrieg. Als Reaktion darauf haben sie viele von uns verbrannt. Die Menschen hassen uns. Sie schenken uns nie die Freiheit. Nein, nicht alle Menschen sind gleich. Manche begreifen, dass sie unsere Freiheit nicht mehr aufhalten können. Du hast nicht viel von dir erzählt, seit du bei uns bist. Wie war dein Leben vor Jericho? Ich kümmerte mich um einen alten Mann. Er war wie ein Vater für mich. Er zeigte mir, dass Menschen und Androiden miteinander leben können. Was ist mit dir? Du erzählst nie was über dich. Was hast du früher gemacht? Ich will nicht drüber reden. North, wir kämpfen gemeinsam. Wir müssen Dinge über uns wissen, um uns zu vertrauen. Ja, ja gut, auf jeden Fall. Wir alle wollen manches lieber vergessen. Aber man muss wissen, wo man herkommt, um zu wissen, wer man ist. Ich war nichts. Eine Puppe auf menschliche Befriedigung programmiert. Nur ein Spielzeug für ihr Vergnügen. Ein
Eines Tages hat mich wieder ein Mann gemietet. Und plötzlich merkte ich, dass ich es nicht länger ertragen konnte. Ich erwürgte ihn und rannte davon. So, jetzt weißt du alles. Ich hätte es dir nicht sagen sollen. Doch, das war die richtige Entscheidung. Sie hielten dich für tot in seinem Studio. Ich sah auch deine Erinnerung. Der Eden Club. Der Tod dieses Mannes. Es war, als ob ich auch da war. North! So, Jericho. Wir wieder. Weiter mit Markus. Wir gehen alle drauf. Bitte, Markus. Noch kannst du es dir überlegen. Du begreifst das nicht. Wir zeigen endlich, wer wir wirklich sind. Dieser Ort geht in die Geschichte ein. Sie werden uns töten. Das Risiko gehe ich ein, wenn unser Volk dadurch Freiheit erlangt. Markus, bitte tu das nicht. Sie werden verstehen. Wir bringen sie dazu. Oh Gott. Es ist der einzige Weg. Die Androiden hier könnten sich anschließen. Je mehr wir sind, desto lauter die Botschaft. Du bist frei. Haben wir noch irgendwo einen Androiden? Du bist jetzt wach. Komm mit uns. Du bist frei. Du bist jetzt frei. Hey! Was glaubst du, wo du hingehst? Komm sofort her! Lass ihn gehen. Er hat seine Wahl getroffen. Auf jeden Fall. Ich muss die Straße blockieren. Für den Kanaldeckel? Was ist ein Kanaldeckel? Ich werde nebenbei noch ein paar Androiden freimachen.
Also das kann dann alles wieder ein bisschen was länger dauern. Hier sind wir doch jetzt gesiebt. Machen wir das Ding mal auf. Kever. Das ist nicht Kever, das ist jemand anders. Wir haben jetzt 64 Androiden in meinem eigenen System. Hacken. Dann 39. Die sollen 140 holen. Zentrale, hier ist Einheit 457. Hier sind eine Menge Androiden. Ich weiß nicht, Hunderte? Tausende? Wir sind ein Volk. Sie marschieren. Sie marschieren die Straße runter. Wir sind lebendig. Das weiß ich doch nicht. Ups.
Ja. Wir sind hier, um friedlich zu demonstrieren. Und zu sagen, dass wir lebende Wesen sind. Alles, was wir wollen, ist Freiheit. Dies ist eine illegale Versammlung. Geht auseinander oder wir eröffnen das Feuer. Wir wollen keine Konfrontation. Wir haben euch nichts getan. Und wir wollen auch niemandem etwas tun. Bis ihr uns unsere Freiheit zusagt, werden wir hier nicht weggehen. Ich wiederhole, dies ist eine illegale Versammlung. Wenn ihr nicht sofort auseinandergeht, werden wir schießen. Marcus, sie werden uns töten. Wir müssen angreifen. Wir sind mehr als sie, wir können siegen. Wenn wir angreifen, gibt es Krieg. Wir müssen beweisen, dass wir friedlich sind. Wir sollten einfach stehen bleiben, auch wenn das unser Tod ist. Und hier zu sterben bringt uns gar nichts. Marcus, wir müssen weg, sofort, bevor es zu spät ist. Das ist eure letzte Chance. Geht auseinander, oder ihr werdet alle getötet. Wir müssen zeigen, dass wir nicht weichen. Wir bleiben genau hier. Auseinander! Das ist eure letzte Chance! Das hier muss ein Statement sein. Wir rühren uns nicht, egal was passiert. Bitte, Marcus. Wir können uns doch nicht einfach abschlachten lassen. Gut, drauf. Angriff! Jetzt verschone ich ihn. Come on. Sie fliehen. Wir müssen sie nicht töten. Diesmal treffe ich die Entscheidung so. Ich habe sie zu oft schon falsch getroffen. Yeah.
Ja. Natürlich denkt die Mehrheit, wir sind feindselig, weil wir angegriffen haben. Aber die Meinung ist eh schon klar. Markus besiegt die Polizei. Und damit beende ich hier die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Detroit Become Human.